Die Wall Street feiert heute eine Riesenparty und das vorwiegend aus zwei Gründen. Diese zwei Gründe wollen wir uns gleich mal anschauen. Aber wichtiger, und das ist das Thema eigentlich in diesem Video, nämlich warum die Wall Street für das Geschäftsmodell der USA so unglaublich wichtig ist und warum es für die Amerikaner wohl sehr wichtig ist, dass die Wall Street nicht absäuft, nicht nochmal crasht. Denn das wäre letztendlich ein Eingeständnis dafür, erstens, dass die absolute Supermacht ein bisschen absteigt, ein bisschen runterkommt, ein anderer großer Player auf Augenhöhe kommt, weil er die Corona-Krise besser bewältigt hat. Und das Zweite ist, dass die Amerikaner, vor allem die reichen Amerikaner, die praktisch die Wall Street besitzen, diejenigen sind, die das Geschäftsmodell der Amerikaner noch über Wasser halten, nämlich Konsum. Und das will ich im Folgenden dann gleich zeigen. Aber gehen wir mal rein in die Geschichte. Zunächst mal in das Marktgeschehen. Wir hatten Jerome Powell, der Fed-Chef, der gestern in der Sendung 60 Minutes gesagt hat, ja, also es ist doch alles eigentlich schick, die Wirtschaft ist doch gesund, wenn sie jetzt nicht gerade ungesund wäre durch einen externen Schock, den wir nicht zu verantworten haben, weswegen wir dann Schulden machen können, die endlos sind, was aber kein Problem ist, weil wir dann wieder wachsen, um die Schulden zu bezahlen, wenn wir wieder wachsen sollten, um die Schulden zu bezahlen. Also das war so ein bisschen eine lustige Veranstaltung und dann vor allem natürlich hier die Aussage von Jerome, als er sagte, ja, wir werden alles tun und es ist eine ganze Menge. Wir können nämlich digitales Geld drucken. So hat der gute Mann gesagt. Ich habe immer gedacht, Geld sei aus Papier, aber nein, es ist digital. Das habe ich gestern gelernt von dem Jerome. Jedenfalls, das hat die Wall Street natürlich gleich beflügelt, als man gesehen hat, der Jerome, der steht hinter uns, der macht alles, damit wir weiter Party feiern können. Und dann kam heute Mittag Moderna, ein Unternehmen aus dem Pharmasektor in den USA, die gesagt haben, ja, wir haben eine Phase 1 klinische Studie, die jetzt unglaublich erfolgreich war. Da ist die Aktie von Moderna gleich um 30% gestiegen und faktisch handelt es sich um eine Testreihe in Phase 1 mit 45 Patienten. Das ist schon extrem, extrem dünn. Erinnern wir uns, bei Remdesivir waren es immer über 100. Von Remdesivir hört man jetzt nichts mehr. Wahrscheinlich wird man von diesem Medikament oder Impfstoff von Moderna auch nichts mehr hören. Jedenfalls hat man dann bei 8 jungen Gesunden, die also nicht mit Coronavirus infiziert war, festgestellt, dass die Antikörper gegen das Coronavirus gebildet haben, die ähnlich waren wie bei denjenigen, die die Krankheit durch das Coronavirus überstanden hatten. Sehr früh, sehr unspezifisch, sehr wenig, sehr dünnes Eis, aber man ist begeistert und denkt sich, das wird schon, das ist eine ganz große Geschichte. Also das ist so Remdesivir 2.0 wahrscheinlich mit demselben Resultat, aber sei es drum, die Algos haben gekauft. Und darum geht es ja. Bei der Wall Street geht es jetzt um viel. Ich hatte es vorhin schon gesagt. Zunächst mal deshalb, weil diejenigen, die gut verdienen in den USA, die Top 10%, die stehen für die Hälfte des US-Konsums. Das sind also diejenigen, die das Geschäftsmodell tragen. Das sind auch diejenigen, die praktisch immer mehr konsumieren oder deren Konsum steigt. Wenn wir mal sehen, 1990, die Veränderung seitdem, da hat sich der Konsum dieser Top 5% mehr als verdoppelt, während bei den anderen 95%, die unteren 95%, praktisch der Konsum seit einigen Jahren stagniert. Das heißt, es sind die Top 5%, die faktisch dieses Konsum- und Pumpsystem der Amerikaner am Leben halten. Dementsprechend sehen wir hier zum Beispiel auch mal, wie sich die Gewichtung hier verschoben hat. In den frühen 80er Jahren waren die unteren 90% noch etwa für 70% oder bekamen 70% der insgesamt zur Verfügung stehenden Einkommen. Die Top 10% damals nur etwa 30%, jetzt haben die Top 10% eben die anderen 90% überholt. Das heißt, sie verdienen mehr als die unteren 90%, diese Top 10%, das zeigt die Gewichtung. Und es sind auch diese Top 10%, die zum Beispiel bei den Aktienmärkten 84% besitzen, die bei den Business Equities, also praktisch bei Anteilen an Geschäften, fast 100% besitzen und die auch am Immobilienmarkt knapp über 80% besitzen. Also das ist eine sehr amerikanische Gerechtigkeit. Und wir sehen, dass natürlich dieser Aktienmarkt, die Wall Street, wenn man so will, unglaublich wichtig geworden ist jetzt für das Geschäftsmodell USA. Denn es ist der größte Markt mit 38,5 Billionen Dollar, größer als der gesamte andere amerikanische Immobilienmarkt, der etwas weniger auf die Waage bringt, nämlich 37,8 Billionen Commercial Real Estate, also praktisch Büroimmobilien, alles Geschäftsimmobilien, 20 Billionen und dann gibt es noch andere, die da ein bisschen kräuchen und fleuchen.
Wir sehen also, dass der Aktienmarkt das größte Asset ist, das sozusagen an Marktkapitalisierung in den USA der Fall ist. Wenn wir uns mal anschauen, einen Vergleich zwischen 2012 und 2002, und das Ganze ist noch radikaler geworden, dann sehen wir, dass die Obersten ihr Einkommen immer weiter steigern, während die normalen Leute ihr Einkommen kaum gesteigert haben. Das heißt, die Differenz wird immer größer. Die Top 0,01% verdienen durchschnittlich in den USA 21,5 Millionen Dollar. Ja gut, für mich wäre das jetzt auch eher ein bisschen wenig, gell? Aber es ist halt, man muss ja auch mal bescheiden sein mit 21,5 Millionen Dollar im Jahr. Da kann man schon mal auch bei Aldi einkaufen, das ist möglich. Und dann schauen wir uns mal an, dass diejenigen heute nicht mitspielen durften bei dieser Rallye, die eben nicht zu diesen Top 10 oder Top 5% gehören, nämlich das sind die Privatinvestoren, die zum Beispiel über ein Fintech wie Robinhood, das immer größer geworden ist in den USA, handeln. Das hatte heute Ausfälle praktisch an der Ost- und Westküste, da wo die Trader, die Privatinvestoren sitzen im mittleren Westen. Da ist man eher weniger trading-affin. Das gleiche gilt dann auch für E-Trade. Auch hier Ost-Westküste praktisch komplett die Plattformen ausgefallen. Das heißt, die Aktienmärkte in den USA sind heute massiv gestiegen. Die Wall Street ist massiv gestiegen. Und die Privatinvestoren durften überwiegend zuschauen in den USA. Auch das eine Form höherer Gerechtigkeit. Jetzt schauen wir uns mal an, dass natürlich diese Party an der Wall Street gerechtfertigt ist, nachdem heute GDP Now, der Atlanta Fed, neueste GDP-Tracker, also wie wird sich das GDP entwickeln, das Bruttoinlandsprodukt der USA, und da sind wir aktuell bei minus 42%. Und man muss aber sagen, es hätten ja auch minus 43% sein können, und wenn es nur minus 42% sind, dann kannst du auch mal an der Wall Street Rallye da zaubern, das ist ja klar, weil es ist eine super Nachricht, ne? Also gar keine Frage, da die Amis sind schon sehr rational in der Hinsicht. Jetzt sehen wir, dass die Aktienmärkte auf dem aktuellen Niveau, und wir stehen sogar etwas über 2930, wir sind bei 2950, vielleicht sogar ein, zwei Pünktchen, drei, vier Pünktchen drüber, was den S&P 500 betrifft, dass wir jetzt historisch gesehen teurer sind als in 87% der Geschichte der amerikanischen Aktienmärkte. Wir sehen auf der anderen Seite, dass der New York Advanced Decline Index, also praktisch ein Index, der misst, wie viele Aktien steigen, wie viele Aktien fallen an einem Tag, auf dem höchsten jemals erreichten Stand ist. Das hatten wir noch nie, dass so viele Aktien gestiegen sind im Vergleich zu Aktien, die gefallen sind. Wir sehen, dass meistens das eben so ein Auf und Ab ist, und möglicherweise erleben wir dann morgen ein bisschen ab. Mal gucken. Wir haben insgesamt dann jetzt die FAAMG-Aktien, also das ist Facebook, Amazon, Netflix, Microsoft und Google, die bringen jetzt über 23% der gesamten Marktkapitalisierung des S&P 500 auf die Waage, also eine leicht schräge Verteilung. Und Facebook hat heute bei Small Businesses, bei kleinen Unternehmen, eine Umfrage gemacht, nämlich bei Unternehmen, wo es Besitzer gibt, Einzelbesitzer gibt, also wo derjenige, der Chef ist, auch gleich Inhaber und Geschäftsführer ist und es nicht ein ganzes Konglomerat gibt, die auch noch irgendwie mit dabei sind. Und da sagen 55% der Inhaber, dass sie nicht die Leute wieder einstellen werden, die sie entlassen haben, oder zumindest nicht so viele, wie sie vorher hatten. Ein Drittel ist komplett out of business, hat derzeit den Geschäftsbetrieb eingestellt, und ein Drittel sagt, ich habe alles das, was vorher der Fall war, dann online gestellt oder praktisch auf meine Online-Plattform gestellt. Und die UBS hat heute eine Analyse veröffentlicht, wo man sagt, wie viele Geschäfte, wie viele Businesses werden bald nicht mehr der Fall sein, und hat da bestimmte Branchen mal aufgelistet. Da sehen wir Autoteile zum Beispiel massiv betroffen, Home Improvement, General Merchandise, also Marketing, wenn man so will, Clothing praktisch, also Kleidung, Möbel, Sportgeräte und, selbst Consumer Electronics. Da werden ein Großteil dieser Firmen, die jetzt noch der Fall sind, nicht mehr der Fall sein bis zum Jahr 2025. Das alles noch beschleunigt durch Corona. Jetzt noch ein paar Splitter des heutigen Tages, was so der Fall war. Wir haben Huawei mit einer Warnung, die sagen, wenn das hier so weitergeht, wird das gefährlich, nämlich die Spannungen zwischen den USA und China. Wir haben die Meldung, dass die Amerikaner jetzt wohl überlegen, dass sie amerikanische Firmen dafür bezahlen, dass sie ihre Lieferketten wegverlegen aus China. Also man versucht, den Konkurrenten direkt zu attackieren, indem man ihn praktisch abschneidet von den Lieferketten. Wir sehen gleichzeitig, dass noch
etwa 4,8 Billionen in Geldmarktfonds sitzen. Also das ist schon Geld, was möglicherweise in den Aktienmarkt noch fließen kann. Das ist fast der höchste Stand seit 2008. Viele sind ja rausgegangen aus irgendwelchen Assets und sind in Geldmarktfonds gegangen, weil sie sich gesagt haben, angesichts des Corona-Crash mal gucken, was da so kommt. Jedenfalls hier nochmal eine interessante Statistik, nämlich über die häufigste Todesursache an einem Tag weltweit gesehen. Und da sehen wir an Nummer 1 mit über 48.000 Menschen, die daran versterben, sind Herzinfarkte etc. Nummer 2 ist Krebs mit über 26.000. Und dann kommen noch ein paar andere. Und unten sehen wir, wie viele derzeit an Covid-19 versterben. Das sind über 4.500. Das ist dann inzwischen die siebthäufigste Todesursache weltweit gesehen. Also das ist durchaus eben schon ein Faktor. Und hier sehen wir die glorreiche Aufstiegsgeschichte der Amerikaner, wenn man so will. Das Wachstum geht immer weiter nach unten, während die Schulden immer weiter nach oben gehen. Und es geht letztendlich den Amerikanern darum, dass man dieses Geschäftsmodell, das eigentlich on the long run nicht funktionieren kann, wenn die Wirtschaft praktisch immer mehr zur Schwäche neigt, wenn die Schulden immer stärker zur Explosion neigen, dann habe ich irgendwo ein Problem und muss die Illusion erzeugen, dass alles so weitergeht wie bisher und man die Supermacht Nummer 1 bleibt, in die die ganze Welt investieren will, weil es ja so toll ist. Das ist eben genau das, was jetzt auf dem Spiel steht. Das ist das, was gerade mit der Wall Street und mit den Aktienmärkten in den USA auf dem Spiel steht. Aber schauen wir uns noch ein paar Charts abschließend an. Was wir hier sehen, ist der Nasdaq 100, der sich zunächst mal schwerer getan hat als etwa der Russell 2000, dieser Nebenwerteindex, wo der Future über 6% gestiegen ist. Aber auch hier geht es nach oben. Wir sehen den S&P 500 aktuell bei 2957. Praktisch aus dieser Seitwärtsrange rauskommend, das ist die Frage. Der DAX hat es über die 11.000er Marke in den Charts von Capital.com geschafft. Da sind wir bei 11.085. Schauen wir uns mal das Crude Oil nochmal an. Da ist es 31,78 $. Am Mittwoch verfällt der Juni-Kontrakt. Da bin ich gespannt, was da passiert. Euro-Dollar konnte heute deutlich zulegen. Da ist man bei 1,0921. Und das Gold, das heute Morgen vor allem in Reaktion auf die Aussagen von Jerome Powell ganz stark steigen konnte, ist jetzt doch wieder unter Druck bei 1726. Also, das ist eine kleine Geschichte, die vielleicht ein bisschen verdeutlicht, warum die Wall Street so wichtig ist, warum ein Jerome Powell solche Worte wählt, warum Donald Trump früher jeden Pups mit einem Tweet gefeiert hat, wenn die Aktienmärkte gestiegen sind, dann in der Corona-Krise aber seltsam zurückhaltend war. Jedenfalls sehen wir, dass da sehr, sehr viel auf dem Spiel steht. Es ist symbolisch letztendlich für die Amerikaner das Zeichen, das Merkmal, dass man nach wie vor die unangefochtene Nummer 1 ist. Und wenn da die Wall Street ein Problem kriegt, dann kriegen die oberen 10% ein Problem, nämlich diejenigen in den USA, die das Ganze irgendwie noch zusammenhalten, während die anderen immer, prekärer werden, möchte man sagen. Das ist sozusagen mal ein kurzer Abriss über die Wall Street. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und sage euch Servus und Ciao.